Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, dem Sachsen-Let's-Player. Wir gucken uns den Getreideanhänger an, mit einer Kapazität von 4500 Litern sowie 15 Euro Unterhaltskosten pro Tag und 2500 Euro einmalige Anschaffungskosten. Auch wieder von der Firma Lizard, ideal, um ihre Ernte abzutransportieren. Jo. Euch wird selber bestimmt schon auf den Sack gehen, tut mir leid dafür. Modell und Textur, ohne großes Gequatsche, 5 von 5 Sternen, haut soweit alles hin. Ja, die Funktionen. Da ja bloß Getreideanhänger dasteht, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da halt nur Getreide reinpasst. Deswegen fahren wir einfach mal hier unter das sogenannte Maisrohr. Ah ja, funktioniert trotz all dem, wo wohnt der Bär? Und ihr seht, 4500 Liter sind 100%. Die Plane passt soweit auch, schwappt nicht so sehr über, sieht ordentlich aus. Jo. Dann kommen wir mal hier zum Abladen, dann halt. Und, es wird rechts abgekippt und ja gut, das Partikelsystem ist in Ordnung. Gibt Schöneres, aber es ist in Ordnung. Ja, deswegen Funktionen ebenfalls 5, 5 Sterne. Der Lok, 5 von 5. Und meine persönliche Meinung, Ebola, die Madame Joshay, 5 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch auch diesen Mod downloaden, schaut immer noch in die Videobeschreibung, falls ihr es nicht schon längst getan habt und euch denkt, Alter, was macht der? Ja, ich hab ja, oder ihr wolltet ja jeden Mod und jetzt kriegt ihr jeden Mod. Bitteschön. In dem Sinne, ja, runterladen, Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann im nächsten Mod wieder. Es geht langsam aufs Ende zu. Bis dann, Leute, haut rein.